Ich bin David Bonk und das hier ist das Drum Recording Tutorial der Sounds and Recording. Hier geht's jetzt um Toms. Los geht's. Also grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal kann man das Mikrofon so stellen, so leicht über den Rand gebeugt, dass man es in die Mitte richtet, da wo sozusagen der Stick auf das Fell trifft, sodass man viel Attack hat auf dem Mikrofon. Oder wir regulieren das so, dass wir das Mikrofon aufrecht stellen. Und dann zeigt es sozusagen aufrecht direkt auf den Rand des Schlagfelds. So kriegt man kaum Attack mit von dem Stick, sondern vielmehr den eigentlichen Ton der Tom. Das passiert allerdings meistens in Jazz, nicht in Rock- und Popmusik. Hier haben wir jetzt noch das Fell abgedämpft mit zwei Tape-Streifen. Aus dem Grund, dass das Fell sehr, sehr, sehr resonant war und sehr viel geklungen hat. Den ganzen Ton wollten wir nicht haben. Selbst mit zwei Tape-Streifen ist es immer noch so viel, dass es auf jeden Fall im Mix genug sein wird. Bei der Standtom haben wir jetzt dasselbe. Wir haben auch wieder Tape hier dran zum Abkleben des Fells, der Resonanz. Und wir haben hier auch wieder das Mikro wieder in der Rock sozusagen Schlagposition auf die Mitte gerichtet, damit wir viel Attack haben beim Schlag. Immer von der Snare Drum weg gerichtet, denn sobald man das Mikro auch nur 2 Meter von der Snare Drum entfernt auf die Snare Drum zeigt, hat man so ein lautes Signal, so ein lautes Störsignal auf dem Tom-Mikrofon, dass man es kaum noch benutzen kann oder so stark editieren muss, dass man dann jeden Snare-Schlag immer rausschneidet, was ziemlich viel Arbeit ist. Da muss man natürlich aufpassen, dass die Becken nicht übersprechen. Also es gibt Schlagzeuge, die setzen dann beim Rekorden extra die Becken höher, was ich bevorzuge, weil ansonsten hat man wirklich sehr viel zu editieren. Man muss dann jeden einzelnen Beckenschlag nachher nochmal rausschneiden, genau wie mit den Snare-Schlägen rausschneiden aus den Tom-Spuren. Das eigentlich nicht notwendig ist. Wenn man die Becken 10 cm höher setzt, dann sind sie schon kaum noch auf dem Mikrofon drauf. Sind die Toms dann einmal aufgenommen, überlege ich mir dann sozusagen anhand des Signals, das ich dann aufgenommen habe, ob ich sie nun nachträglich nochmal trigger, das heißt mit anderen Sounds nochmal ersetze, oder das Natursignal so lasse, wie es ist. Ich habe jetzt eine Spur, die habe ich aufgenommen, da haben wir das Signal ziemlich rein. Mir ist es allerdings nicht rein genug, deswegen werde ich es jetzt einfach mal hier zur Schau austauschen. Ich muss natürlich dann gucken, wie sich das im Sound integriert. Letzten Endes geht es aber bei dem Tom-Sound nicht um den Sound, den wir hier vom Mikrofon haben. Der richtige bombastische Sound sozusagen, der Gesamtsound der Toms, der entsteht nachher durch die Raummikrofone.